Hallo und herzlich willkommen. Hallo. FH Kofod Galerie in Basel. Ein Künstlergespräch mit David Zender. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Weiter, am besten stellt sich jeder kurz vor. Dann, mich kennen die einen oder anderen vielleicht aus dem Internet. Mein Name ist Simon Lieberherr. Ich bin Caroline von Gump. Mich kennt man von Instagram. Von Instagram. Ich bin Jakob Ott, ich bin aus Freiburg. Mich kennt man hier fast gar nicht, was sehr gut ist, zum Glück. Ich bin Miro, man kennt mich. Oh, wenn man mich kennt, dann kennt man mich. Ja, zwei Künstler aus Freiburg, die Gelegenheit nutzen, ihre Fachkenntnis und Expertenmeinung einzuholen zu dieser wunderbaren Ausstellung. David, was passiert hier? Also diese Ausstellung ist konzipiert aus vielen Bildern, die ich größtenteils im Netz gefunden habe und dann noch verändert habe, und aus Videos, also einzelnen Videos, die unter den Bildern aufgehängt sind oder projiziert werden. Und die Idee ist eigentlich das medizinische Bild, was mich interessiert, und wie einfach der Körper und der Geist zusammengebracht wird. Viele Bilder haben einen hellblauen Hintergrund, weil vor allem ich die bei chinesischen Firmen gefunden habe im Internet, weil die auch sehr viel die hellblaue Hintergründe brauchen, um Produkte vor allem eben im medizinischen Bereich zu präsentieren. Diese Aura des Reinen. Oder? Genau. Ja. Das Hellblau ist ja auch so der Himmel, ist ja auch so wie das Geistliche, wo eigentlich die Materie und der Geist zusammenkommen ist. Und der Titel der Ausstellung ist? Heißt Light Blue Memories Under Product Performances. Also das heißt, die Light Blue Memories, das sind wie, ich würde mal sagen, auch das hat mit Schicksalsschlägen von mir zu tun. Also die Ausstellung widme ich auch meinem Bruder, der kürzlich verstorben ist. Und dann hat es eine Videoinstallation mit 10 Monitoren, die ich auch auf YouTube die Filme gefunden habe, wo eine Chinesin Produkte präsentiert. Und manchmal ist das ziemlich lustig, weil sie zum Beispiel 3 Minuten nur ein weißes Tuch präsentiert. Und mich interessiert da, wenn das so diese poetische Komponente auch reinkommt mit dieser Musik, und wenn sie so mit dem Tuch zum Beispiel schwingen oder so, wie das dann auf einmal etwas sehr Performatives wird oder auch tänzerisch. Und ja. Du hast ja auch gesagt, für dich, es gibt ja einerseits eben diese Fotos, es gibt diese Videos und es gibt diese Musik. Mhm. Und für dich war es ja wichtig, dass es nicht als Einzelnes gelesen wird, sondern so als Gesamtinstallation. Und deshalb war die Musik ja auch so wichtig, dass man das so als körperliches Gefühl fast wahrnimmt. Mhm. Genau, weil also eher die Musik ist dann eher so diese Ebene, weil es viel so Klavier, das ist so eigentlich diese billige oder die Gratis-Musik, wie man im Internet viel findet. Also sehr emotional mit Klaviertönen, die sich ständig wiederholen. Einfache Mittel. Genau. Emotionen bedienen. Genau. Und trotzdem sehr unverbindlich, oder? Ja. Genau, weil es ist auch die ganze Idee der Ausstellung hat auch so etwas wie, sie kommt so farbig daher, wie halt eine Produktpalette, weil eigentlich zu 99% sind es alles Bilder, um etwas zu verkaufen. Und aber hintergründig
hat es eher eine beklemmende Ausstrahlung. Also auch mit Nägeln habe ich immer zwischen den Bildern Bilder von Nägeln gehängt, die ich auch im Internet gefunden habe, wo sie probieren, Nägel ganz bestimmt schön anzuordnen, damit sie sich dann besser verkaufen. Und das ist dann immer so, auch so, so einen gewissen Rhythmus in die Bilder reinbringen, so eine gewisse Härte. Bei den Nägeln sieht man, glaube ich, das sehr gut, dass es so diese Farbigkeit und Ordnung wird gesucht, aber hintergründig ist es wirklich wie, es kann ja eine Waffe sein, oder es wird richtig, man braucht Kraft und Gewalt, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Das hat ja auch dann in Verbindung mit diesen ganzen Körpern und dieser Krankenhausatmosphäre, die man ja irgendwie auch sieht, schon was sehr Beklemmendes und dieses Metallische von diesen Nägeln und dieses, ja, wenn man dann auch diesen Stuhl sieht, ist es dann dir auch wichtig, dass man so ein beklemmendes Gefühl eher kriegt, was dann ja auch durch diese Musik wiederum kontrovers ist irgendwie. Mhm, genau. Ja, das ist mir wichtig, dass es so, das interessiert mich, wenn man, dass der zweite Blick, wenn man so in die Ausstellung, so dass der erste Eindruck ist ja nicht unbedingt beklemmend, würde ich jetzt behaupten. Es ist so etwas, es hat etwas Leichtes, viel mit diesen hellblauen Flächen, etwas Schwebendes, die Gegenstände, die schweben so im Raum. Ist sehr unnahbar, so auf den nächsten Moment. Genau, es ist eigentlich auch etwas, es sind halt vieles halt Produkte und darum spricht es auch ein bisschen jeden an, aber sie haben schon auch sehr eine persönliche Bedeutung für mich. Das finde ich sowieso einen interessanten Punkt, auch was du vorhin gesagt hast, für dich ist das ja eigentlich eine sehr persönliche Ausstellung. Mhm. Und das denkt man irgendwie im ersten Moment gar nicht, wenn man hier reinkommt, weil es eben sehr so losgelöst, eben so sehr medizinisch und technisch wirkt. Aber was ich spannend finde, ist, dass du eben sagst, okay, du sprichst von was Persönlichem, aber du nimmst eigentlich Bilder aus dem Netz, die sehr unpersönlich sind, oder? Sondern du sagst ja, ich brauche nicht die eigenen Bilder zu produzieren, weil das, was ich sagen will, das ist eigentlich schon da. Und ich finde dieses Verhältnis zwischen Masse, die eben diese Bilder auch ins Internet stellt, und das dann so zu was Persönlichem zu machen, das finde ich ein spannendes Verhältnis. Und für mich ist auch noch interessant so der Punkt, wenn es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Suchen und Finden. Also die Intention ist eine ganz andere. Und ich glaube, irgendwann bei dir in der Arbeit, oft kippt es dann auch so, oder? Manchmal gibt es einen Moment, wo du was findest, und dann fängst du aber an zu suchen, ganz gezielt, oder? Also ja, das habe ich schon vor 2 Jahren habe ich mit dieser Arbeit eigentlich schon begonnen, die ersten Bilder zu sammeln. Und dann war es so für mich so, ja, ich bin jetzt so in der hellblauen Phase. Und was ich da halt so spannend finde an dieser Arbeit, dass es eigentlich schon sehr intuitiv ist, dass ich nicht wirklich so suche. Es ist immer etwas sehr Persönliches, wenn du aus Milliarden von Bilder wählst und dann die so bearbeitest. Also das ist dann auch etwas sehr Persönliches, weil man würde ja nicht einfach ein Bild wählen oder also besonders als Künstler, einfach irgendwo ein Bild wählen, das nichts mit sich selber zu tun hat. Und sozusagen mit anderen Bildern, mit Bildern von anderen, etwas über sehr Persönliches zu sprechen, das finde ich interessant. Was mich so als Betrachter so schon recht zu Anfang ja, sehr beeindruckt hat an deiner Arbeit und Arbeitsweise, ist so, zuerst erarbeitet mit gefundenen Bildern, man macht ja gar keine Bilder, also wird wahrscheinlich so, das tut noch so easy. Und dann hört man, wie du arbeitest, dass du aus tausenden von Bildern, aus tausenden von Videos Tage und Nächte lang diese Auswahl triffst. Also da habe ich das Gefühl, dass es dann am Ende fast, ja nicht, also es ist ebenbürtig, wie wenn du das
Ja, du kreierst quasi aus diesem unerschöpflichen Fundus neue Arbeiten und in einer Art und Weise, wie das ja, alles andere als leicht und easy ist. So, mhm. Ja. Ja, ich lade sie auch auf, das interessiert mich auch, dass ein Bild eigentlich eben, dass diese Bilder wurden zum Verkauf gemacht. Aber ich finde, jetzt hier in der Ausstellung haben sie eine ganz andere Wirkung. Ja. Dann suchst du dann, wenn du aussuchst, hast du dann eher so formale Kriterien, nach denen du aussuchst, oder hast du ein inhaltliches Thema gefunden sozusagen und suchst dann aus, was formal noch dazu passt? Zum Beispiel wie diese Taube, die dort fliegt, ist ja irgendwie, die hat ja einen Umriss und dann ist nebendran sind diese Körper und auch wieder wie so ein Flügel, also es wiederholt sich ja auch auf eine Art und Weise. Suchst du dann auch gezielt danach oder ist es ja eigentlich nein, eigentlich nicht gezielt. Ich suche einfach extrem viel und dann aus der Sammlung, weil ich dann wiederum aus eigentlich, ich bilde mir ein Archiv und aus meinem Archiv suche ich dann die besten zusammen. Also es gibt auch Bilder, die ich jetzt nicht unbedingt für diese Ausstellung oder für diese Serie gemacht habe, aber die ich gefunden habe, die passen da rein, die dann von alten Sammlungen kommen. Ja, und ich würde auch so für deine Frage zurückzukommen, ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, das sind meine Bilder. Definitiv. Ja. Also die werden zu meinen persönlichen Bildern, auch wenn sie von jemandem anderen gemacht wurden. Weil, also ich arbeite auch immer so zwischen im Dokumentarischen. Also es ist auch, die werden durch meine Auswahl zu meinen, also wenn ich jetzt fotografiere oder filme, eigne ich mir ja auch immer die Außenwelt an, auf eine Art. Wenn ich jetzt, blöd gesagt, einen Baum fotografiere, dann kann ich nicht sagen, das ist mein Baum. Also Abbildung des Baumes ist deine, die du so gemacht hast. Ne? Genau, wie ich dann das zeige. Oder darum sehe ich, ist das ziemlich radikal, der Gedanke von Fotografie oder Video, dass ich sage, ja, ob ich jetzt mit meiner Maus diese Bilder mir aneigne oder mit dem Auslöser der Kamera, ist beides ein Klicken, sehe ich nicht einen großen Unterschied. Ja. Weil ich sie auch anders auflade, weil sie wurden ja auch nicht für die Kunst gemacht. Ja. Das kommt schon auch, das ist schon auch wichtig. Ich würde jetzt nicht unbedingt, also würde mich nicht unbedingt interessieren, jetzt von einem anderen Künstler ein Bild zu zeigen. Es ist schon auch wichtig, dass die Bilder einfach aus dem Alltag oder aus von normalen Leuten jetzt nicht. Also das sind jetzt auch sehr unpersönliche Bilder, die Leute reingestellt haben. Oder? Außer vielleicht diese Bild vor und nachher von dieser Schönheitsoperation. Und da ist ja das Verhältnis auch unwichtig zu dem, der es gemacht hat. Aber du hast ja zum Beispiel auch, das ist eine Frage, du hast ja auch so eine Serie, wo du Fotos hast von Menschen, die, glaube ich, vorher und nachher, wenn sie Gewicht abnehmen wollten oder so, gesammelt hast. Ja, das wie ist denn da das Verhältnis? Das ist ja schon nochmal eine andere Ebene. Weil man die Leute erkennt. Zum Beispiel, ja. Oder weil es ja viel persönlicher. Ja. Ja, im Prinzip sehe ich das nicht unbedingt als persönlicher an. Also da hat mich einfach interessiert, also so eher ein soziologisches Thema, wie Leute sich im Netz mit Körpern präsentieren. Und ja, es ist wie eine Art Reportage. Und ja, da sieht man Leute halbnackt mit Zeitungen, die dann meistens sehr traurig reinschauen, dann eine Zeitung in den Finger haben. Und man schnallt
im ersten Moment gar nicht richtig, ja, ist das für diese Zeitung in der Hand, weil das wird dann ziemlich absurd mit diesen Schlagzeilen. Es hat auch zum Beispiel einer, der eine Bild, ein Deutscher, der eine Bildzeitung in der Hand hat und dann die Schlagzeile 2, ein Moslem stacht zwei Polizisten ab und dann sieht man diese traurige Ausdruck, ja, und man, was soll das? Das wird dann so zu politisch, ist ja auch wieder der Körper ein Thema. Das Foto selber wird vielleicht zur Schlagzeile irgendwie. Ich meine, genau. Das ist ja eine gestellte Sache, das ist eine Angelegenheit. Stell dich mal hin und schau ruhig in die Kamera hinein. Ne? Die setzen sich ja unter einen öffentlichen Druck selber. Oder? Genau. Indem, dass sie das dann mit der Zeitung, das fürs Datum, für. Meistens gibt es keine Nachher-Zeitung, weil man sieht auch die meisten Bilder werden im Neujahr, wenn die guten Vorsätze kommen, aufgeladen. Und es ist auch entlehnt aus, also die Bildsprache auch von den Kidnappern, zum Beispiel Kidnapper-Filmen, wie zum Beispiel das Opfer dann die Zeitung, die aktuelle Tageszeitung in der Hand hat, um für die Lösegeld von uns zu zeigen, ja, das Opfer lebt noch. Und sie sind ja auch so wie dann gekidnappte oder entführte von ihrem Körper. Sie werden ja auch Opfer von ihrem Körper. Und da ist halt immer so, auch es gibt auch Bilder, die ich selber gemacht habe in Videos. Das ist so das erste Mal, wo ich es richtig zusammen vermischt habe mit eigenen Videos und Bildern. Und auch das erste Mal bei der Ausstellung, wo ich auch Bilder bearbeite. Also auch, zum Beispiel, dass sie sauberer daher kommen, habe ich in Photoshop Marken oder so kleine Eingriffe gemacht. Marken rausretuschiert oder so, dass das. Ja, ich denke, hier ist sicher die Vermischung, also wenn ich jetzt mit das anderen arbeite, wie das gleiche, ist so die Mischung zwischen Realität und Fiktion sicher stärker. Mhm. Aber das passt ja auch inhaltlich, weil es ja eben so um Geist und Körper geht. Weil du hast ja auch manche Sachen so zusammengesetzt und man hat dann so eine Idee, aber irgendwie doch nicht. Mhm. Und das finde ich schon interessant, auch weil es dann bei diesem Körper und Geist, weil es hat ja auch was mit diesem Cyborg-mäßigen und ewigen Leben und diese Illusion, dass man eigentlich alles beheben kann ein bisschen heutzutage. Das finde ich schon. Also eigentlich auch der Körper zu einem Produkt wird. Und so diese Zeit auch, oder? Weil da ist ja nicht eigentlich ein großer Unterschied zwischen Körper, also es gibt keinen zwischen Körper und Produkten im Prinzip. Mhm. Weil beides ist Materie, beides ist eigentlich reines Material. Außer das gibt es, was außerhalb dem Körper ist, was dann auch noch Einfluss auf den Mensch haben kann. Eben das Geistliche, das ich jetzt da mit dem Tauben oder mit der Wolke, mit der UFO-Wolke. Da ist ja auch so, dass diese Realität und Fiktion, und es wird dann zu etwas, sagen wir, Erhöhtem sozusagen. Ja, und sie sind ja auch alle, auch in den Videos, es gibt ja nicht wirklich einen Raum. Alle Bilder sind total raumlos. Und auch in den Videos, also es ist wirklich so, das ist Körper und Geist und irgendwie ist nichts dazwischen. Also keine Räumlichkeit, wo man es auch sehr irgendwie abgeschnitten orten könnte oder so. Und nochmal eine Frage zu, wie würdest du dich jetzt im Verhältnis zu so Appropriation-Art-Künstlern sehen, wie zum Beispiel Richard Prince, der ist ja auch eigentlich ziemlich, also der einfach Werbung nimmt und einfach nur die Werbeslogans sozusagen rausnimmt und dann was sagt irgendwie einfach dadurch, dass das Bild eine andere Körnung hat oder wie auch immer. Und es ist irgendwie einfach seins, man nimmt das ja so eins zu eins. Müsst du dich da auch damit anschließen, diese Bewegung, oder ist es für dich was anderes? Ja, ich glaube,
Bei Richard Prince ist es vielleicht eher so, also er macht das auch zum Thema, diese Aneignung. Genau. Also dass das wirklich, also dass die Aneignung selber fast das Thema ist. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass mir eigentlich diese Aneignung ziemlich egal ist, logisch, ich muss das, also ich muss das sagen, aber wie gesagt, ich sehe diese Bilder wirklich als meine. Also ich bin der Autor von diesen Bildern. Ja, und der Ursprung macht, stellt keine... Stellt nicht wirklich jetzt ein... Spielt keine Rolle. Ja, ich probiere dann halt schon jetzt bei anderen Arbeiten, wo ich eher noch soziologische Themen behandelt habe. Dann ist der Ursprung eigentlich schon, aber ob ich jetzt die im Netz gefunden habe oder irgendwo sonst, oder ja, wie ich die jetzt mir angeeignet habe, das ist für mich eigentlich eher weniger wichtig. Die werden einfach so wie zu meinem eigenen persönlichen Universum. Ja. Also dann könnte man eigentlich wieder so auf diese klassische Fotografie zurückkommen, wenn man jetzt denkt, wenn in der Fotograf zum Beispiel ein bisschen romantisch gesagt durch die Landschaft gelaufen ist und dann hat er zufällig ein Museum sich entdeckt und dann hat er das fotografiert. Mhm. So surfst du, wanderst du eigentlich durchs Internet und eben machst dann, entscheidest dann die... Genau, sehr, sehr intuitiv, ja. Das ist bei mir sehr wichtig, das intuitive Arbeiten, weil mich interessiert, dass ich einfach so auf Sachen stoße, die mich irgendwie ansprechen und auf den ersten Moment weiß ich gar nicht wirklich, wieso. Und Blaufaser gehört, ne? Ja, was ist da jetzt genau? Und dann wird es immer klarer dann, wieso, dass ich das mache. Auch wenn ich über andere spreche, spreche ich über mich. Es hat immer mit mir zu tun, mit eigenen persönlichen, mit meinem Hintergrund. Also ist das schon sehr auch autobiografisch, wie ich arbeite. Ja. Wir werden zu dieser Ausstellung, zu diesem Video Links posten, wo ihr alle Arbeiten aus der Ausstellung seht. Wir werden ein Dossier von David verlinken, wo ihr seine anderen Arbeiten seht, auf die jetzt zum Teil Bezug genommen wurde. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und ganz, ganz vielen Dank für diese sehr schöne Ausstellung, die du hier verwirklicht hast. Danke an unsere Airbnb-Gäste aus Freiburg. Ja, danke für die Unterkunft. Und Logis natürlich.